Also bei den Doppelaspektkarten sage ich auch ganz klar, die sind unter Markt und die werden bald sehr stark sein und dann rennen alle hinterher. Und aktuell. Achso, nee, heute nicht. Morgen, Entschuldigung. Morgen. Heute war doof. Morgen, ob du morgen im Laden bist. Ich hatte überlegt, morgen auch nochmal anzufragen, ob Star Wars Spieler da sind. Ah, das ist lieb von dir. Danke, danke fürs Zusehen dann. So, Doppel-Layer oben drin. Oh, gutes Zeichen. Gutes Zeichen. Layer, mein Schatz, sollen wir einfach hier so eine Layer-Showcase mal geben. Also die Common Foils, die brauchen wir, glaube ich, auch nicht mehr sleeven. Oder anders gefragt, bist du noch mal im Laden vor Donnerstag? Weil irgendwann wollten wir ja auch noch mal zocken, ne? Ihr trefft euch auch, glaube ich, öfters mal sonntags, ne? So wie ich das jetzt mitbekommen hatte. Geil. Rook nochmal als Hyperspace, wo wir ihn gerade schon als Hyperfoil hatten. Oh. Zwingen. Sieger eine Nicht-Anführereinheit für 5 ist okay. Gibt aber tatsächlich. Weiß nicht, es gibt. Ja, ja, ist okay. Kein Vader, kein Boba. Aktuell noch nicht, mein Freund. Ich weiß nicht, ich leg's dir zur Seite. Im ersten Case kein Vader, kein Boba. Du hast eigentlich vollkommen recht, ne? Das ist ja schon, ist ja bei mir schon ungewöhnlich. Müssen wir noch einige Vaders kommen gleich. Okay. Ja, morgen flippen alle die aus, die am Donnerstag nicht ausgeflippt sind, ne? Die dann sich so denken, oh nein, langes Wochenende, ich habe ja gar nicht eingekauft. Oh, schön. Den als Hypervoll. Auch. Schöne Karte. Schöne Karte. Achso, wir sollten die Musik ändern, weil wir ein anderes Case haben. Aber machen wir noch nicht. Machen wir dann beim nächsten Case. Erinnert mich dran. Oh, Entschuldigung, nicht in der Kamera. Oh, in der Rare. Und ich muss mir die Folien mal auf die andere Seite packen. Ich greife immer zur falschen Seite rüber. Ich werde besser. Ich werde besser in der Koordination. Dich macht das betroffen. Nee, die Donnerstag da waren, kommen morgen wieder. Ja, das ist natürlich noch geiler. Die haben dann festgestellt, dass sie zu wenig eingekauft haben, ja? Oder dass sie den Schrank noch mal mehr füllen müssen oder irgendwie sowas. Ja, ich habe Hüllen. Ich habe diesmal ja. Ich habe euch ja. Ich höre ja mittlerweile auf euch. Ich habe mal gehört, ihr habt ganz gute Ideen. Oh, die ist schön. Da freut sich mein Sohnemann.
lege ich mal zur Seite, weil die kriegt so eine Mann direkt. Bosk ist nämlich sein Lieblingscharakter. Meiner ist Boba, seiner ist Bosk. Sabine. Schwarz 1. Das ist auch gut. Und eine Foil K2. Das war ein Luxusbooster. Das können wir direkt so klippen. Sabine, Schwarz 1 und K2SO hintereinander in einem Paket. Ist auf jeden Fall hier, wenn ich mir jetzt nochmal da reingucke, hatten wir da... Und den A-Flügler noch drin. Er ist ja schon ein halbes rotes Deck fertig. Ja, das ist jetzt nicht super krass. Es war mal ein gutes Booster dabei, hallo? Dafür öffnet man ja auch ab und an auch schon wieder ganz schön viel Blödsinn. Aber über solche Booster freust du dich natürlich, weil... dritte Chimäre. Oder Chimera. Oh. Und noch ein Volljabber. Schön. Aber dritte Chimera ist krass. Wo sollen die alle hin? Was muss man denn? Kann man bei Double... Wo ist denn jetzt hin? Hallo? Chimera? Ja. Kann man auch in einer einfachen Yellow spielen. Gucken wir uns mal eben an. Jetzt haben wir sie so oft gezogen. Abgeschirmt ist schon mal gut. 8-7 ist halt okay für Space. Bei Angriff nennt eine Karte. Ein Gegner deckt seine Hand auf und legt davon eine Karte mit dem genannten Namen ab. Ja, wenn du vorher eine Karte hast, die dir die Hand des Gegners angucken lässt, dann ist nice. Also, jetzt wollte ich schon wieder einfallen. Kann sie mal was aus der Hand schlagen. Allerdings für 8 ist halt auch schon wieder... Die musste ja schon wieder mit Grün spielen. Das geht nicht anders. Da muss er rampen. Schön. K2SO, jedes Mal 7 Euro hier. Ganzen K2s hier. Jeder will sich einen Sabine Red Deck bauen, weil es das günstigste ist. Und deswegen sind alle Preise aufs Doppelte gestiegen für die Karten. Und es ist immer noch das günstigste Deck. Das ist schon bescheuert. Oh, der Swoop-Brenner. Der verfolgt uns heute. Schon als Hyperfoil dabei gehabt. Jetzt nochmal als Hyperspace. Gut. Ich habe meine Decks auch nochmal ausgetestet. Also jedes einmal. Beide Partien gewonnen, aber das ist jetzt nicht so ausschlaggebend, finde ich. Oh, Bentic auch nochmal. Ganzen Red Cards kann man auf jeden Fall zur Seite packen. Chopper! Get to the Chopper! das erste Deck, mit dem ich gespielt habe, habe ich ja gegen mein Boba-Deck gespielt. Und das habe ich verloren. Das war der Hera-Versuch. Und dann gegen mein bestes Deck. Das war natürlich total Schwachsinn.
Aber da das halt so mäßig Deck-to-Beat ist, wollte ich halt direkt aufs Ganze gehen und gucken, ob das irgendeine Chance dagegen hatte. Und das hat absolut gar keine Chance dagegen. Und deswegen habe ich das Hera-Deck auch direkt wieder verworfen. Habe Teile davon aber noch verwendet und baue daraus jetzt nochmal einen Layer-Deck. Mhm. Der gute Grüne. Ja, ich Layer, aber halt nicht so richtig aggro. Also Layer eher auf Midrange. Ja, absolut. Ja, ich finde den Deckbau halt auch. Ne? Ich habe nicht viele TCGs wirklich intensiv gespielt. Und wenn, ist es Jahre her. Oder mal irgendwie was am Magic halt. Lange Magic am Computer. Aber das war es dann auch schon mehr oder weniger. Und der Deckbauanteil macht halt auch einfach Spaß, ne? Alles auszuprobieren ist halt das, was richtig viel Spaß machen kann. Also mir macht gerade alles Spaß, ne? Mir macht das Pakete öffnen Spaß. Mir macht das Sammeln Spaß. Mir macht das Deck zusammenstellen Spaß, mit Deckideen überlegen. Also ich werde da jetzt auch nochmal ein bisschen YouTube-Material mit eigenen Deckideen und sowas raushauen. Weil, ja, ist ja auch langweilig, ne, wenn alle irgendwie nur so, oh, wer ist der beste Leader? Oh, Boba? Ja, dann spielen wir alle Boba. Ja, dann spielst du einfach nur noch Mirror-Matches. Dann macht's halt auch wieder gar keinen Spaß mehr. Ja, absolut. Absolut. Also Kartenpool ist ja, ist gut. Guter Kartenpool. Wollen wir nicht abstreiten. Ich mag die Hyperspace-Karten. Ich finde einfach Hyperspace-Karten sehen alle so viel besser aus. Oh, eine Rare Base. Schön. Da sieht Bezwingen dann doch besser aus. Hypervoll Bezwingen ist wieder schön. Ja, genau das ist es. Deswegen wollte ich auch einfach mal mit Hera so ein Spectre-Deck ausprobieren. Ich habe es erst mit... was hatte ich denn erst? Ich überlege gerade. Hera Blau. Dann wollte ich mal, genau, erst hatte ich Hera Blau. Weil die ganzen Spectre-Karten kann sie ja eh alle. Und Blau hat halt auch noch mit Luke und Obi-Wan, Yoda, sehr gute Jedi-Karten und Machtkarten. Und du hast ja mit Ezra und sowas sowieso Machtkarten. Und dann kannst du auch die ganzen Lichtschwerter noch mitnehmen als Extras. Das war so meine Deck-Idee. Aber die ist, boah, das Deck ist so Late Game, ne? Das ist so langsam. Und die ganzen Karten sind halt auch alle, schön. Die ganzen Karten sind halt so mittelmäßig gefühlt. Dann hatte ich Hera Doppelgrün ausprobiert, was dann halt irgendwie lustig war, weil wenn du Doppelgrün spielst, kannst du natürlich ein bisschen besser rampen. Auf der hellen Seite. Auf der dunklen Seite brauchst du das ja nicht, durch den Lasertechniker. Aber auf der hellen Seite müsstest du Doppelgrün spielen, um vernünftig zu rampen. Und dann habe ich das ausprobiert. Und dann fehlt aber, also grün-dunkle Seite ist halt stark. Grün-helle Seite ist auch gut, aber ich weiß nicht. Ich kam nicht zurecht. Das Hera-Deck funktioniert nicht. Das ist halt cool, weil, ne, hier Spectre-Einheiten, sieht halt cool aus. Hast halt, ich meine, der Funke einer Rebellion ist halt der Name der allerersten Folge von Star Wars Rebels. Sprich, dass da jetzt die Spectre-Einheiten oder das Spectre-Deck nicht so gut funktionieren wie gedacht, ist halt irgendwie ein bisschen schade dann. Verräterisch als Hypervoll kommt direkt ins Boba-Deck. Sehr schön. Die finde ich nämlich total stark, weil Boba Fett selbst
ist ja eine Dreier-Einheit. Und einen Boba Fett damit zu klauen, was mir übrigens am Donnerstag passiert ist, mir wurde ein Boba Fett damit geklaut, war richtig nervig. Und das lohnt sich. Und du behältst sie ja, bis das Upgrade getötet wird oder besiegt wird oder wegkommt oder wie auch immer. Und die andere Karte, die es gibt, wo du ja eine Unit klaust, dann musst du sie am Ende der Runde wegpacken. Und dann lässt du sie halt einfach sowieso in den Tod rennen. Und damit kannst du die aber behalten. Ist schon ziemlich gut. Schön. Rebel Pathfinder, Saboteur mit 2-3. Einfach auch wieder grundsolide, genauso wie Geschwaderführer, ne? So. Oh, geht den Husk. Eine schöne Rare. Eine schöne Rare auf dem Uncommon-Slot. Eine Rare hinterher. Und dann natürlich nur noch der restaurierte Ark. Ja, absolut, ne? Also, vor allen Dingen, wenn viele Decks gespielt werden, die sonst halt so wirklich gar nicht gespielt werden und viele Karten gespielt werden, die nicht viel gespielt werden, bedeutet das halt immer, dass die Leute auch nicht genau wissen, was abgeht, ne? Und aktuell jede Karte zu kennen ist halt, also klar, möglich, aber da musst du dich auch schon hardcore mit dem Spiel beschäftigen. Ich, auch wenn ich jede Karte schon bestimmt dreimal in der Hand hatte, kenne ich sie nicht alle auswendig. Sehr gut. Flüglerverstärkung auch sehr gut. Auch wieder fürs Layer-Deck. Rebel-Deck, Layer-Deck. Ich weiß halt nur noch nicht, ich finde eine Layer im Rebel-Deck, aber ich weiß nicht, ob auf Heal. Man kann sie ja auf Heal spielen. Oder ob man sich eher darauf fokussiert, dass man halt die Units bufft oder so. Ich will Leia eigentlich nicht zu aggro spielen. Aber ich glaube, Leia kann man halt auch eine gute Kombination. Also ich glaube, gutes Leia Midrange-Deck kann halt auch beides, ne? Control und Aggro kontern. Auch aktuell durch Sabine. Eigentlich schon auf einen guten, teuren Platz. Und das finde ich so schön an den Karten, ne? Sie erzählen halt eine Geschichte. Heldenhaftes Opfer mit K2SO da drauf und was die Karte halt sagt und beschreibt. Und dann noch die Einheit K2SO mit ihrem Text da drauf, dass wenn er besiegt wird, kannst du noch Schaden machen und so. Das ist eine geile Kombi. Die Karten vermitteln halt das, was in den Filmen passiert ist. Das finde ich so schön bei dem Spiel. Das ist richtig gute Arbeit von denen. Baby. Und einen Han Solo Foil hinterher. Das war ein gutes Paket. Luke und ein Han Solo Foil. Schmeckt. Ein Vader schmeckt besser als ein Luke, aber schmeckt. Da musst du ja morgen raus. Husky, grüß dich. Hi, schön, dass du da bist. Was geht, Husky? Lass Liebe da. Was machen wir gleich noch? Fahren wir noch Schiffe später? Oder muss irgendjemand morgen arbeiten? Ja, da ist dein Boba. Da ist dein Boba. Hier, guck mal, direkt rein. Hackers, als Entschädigung ist hier ein Boba. Für dein 5 Uhr Aufstehen. Keine Ahnung, was du zocken sollst. Guck dir mal Hawked an. Auf Steam, ist kostenlos. Hat sich mein Sohn gerade runtergeladen und will, dass ich es mit ihm spiele. Lad's ja auch runter.
zocken wir gleich zwei Runden. Und dann zocken wir sowieso wieder was anderes, aber dann gucken wir wenigstens mal rein. Und hat irgendwie 12 GB, also kann man sich wirklich gut und günstig mal runterladen und es einfach antesten. Ich habe es gestern mal angetestet, ich fand es gar nicht so schlecht. Wenn ich jetzt sage, was es für ein Spiel ähnlich ist, dann schreckt es natürlich wieder viele ab, aber es ist ein bisschen so wie Indiana Jones spielen, würde ich beschreiben. Dann schreckt es nicht ganz so viel ab. Saw Gerrera. Ich könnte mir auch Sabine Double Red vorstellen, wegen Saw Gerrera. Weil Ereignisse spielst du in Gelb. Ja, und jedes Mal zwei Schaden zufügen zu müssen deiner Basis, wenn du ein Ereignis spielst, kann schmerzhaft werden. Und der Superlasertechniken. Sehr schön. Davon mal so Hyperfoils haben. So drei Stück fürs Boba-Deck. Das wäre auch schmackelig. Ich hab doch gesagt, ich sag nicht, was es ist oder wie es in der Ethnie. Ja, es, die Optik sieht halt tatsächlich so aus. Vom Spiel selbst her ist es aber doof gesagt, jetzt wirklich wie Hunt Showdown. Aber für Kinder dann tauglicher. Aber ja, deswegen habe ich es extra nicht gesagt. So, letztes. Give it to me. Schmeckt. Okay. Verteidiger der Eco-Basis ist nett. So, das war's schon wieder. Das war das nächste Case. Das nächste Display. Wir sortieren einmal eben alles ein. Commons. Uncommons. Leader. Und Bases. Die Rares kommen auf einen Haufen. Und die anderen gucken wir uns jetzt nochmal eben zusammen an. Beziehungsweise nicht alle, aber viele. Brauchen wir nicht. Ja, Foil Rare geht. Foil Hyper Rare geht. Hyper Foil Uncommon muss nicht. Foil Rare geht auch. Legendary. Foil Rare, weil es K2 ist, geht. Weil der im Moment gut geht. Wir haben diesmal nur drei Legendaries. Und eine Hyper Foil Rare wieder. Eigentlich ähnlich wie letztes Mal. So. Ein Gameboy mit der roten Edition aufbewahrt. Also ja, wenn man mal weiß, nicht mehr weiß, was man spielen soll, ne? Enshrouded. Ja, spielen echt viele, muss ich sagen, ne? Also es scheint auch absolut gut zu sein, aber ist für mich wieder so ein Spiel. Gut, das andere Spiel, was ich jetzt gerade gesagt habe, ist auch so, ne? Für mich ist halt ein Unterschied, ob du jetzt ein kostenloses Spiel mal für einen Monat spielst oder wieder 20 Euro bezahlen musst dafür, dass du dann ein Spiel nur einen Monat spielst. Das stört mich immer so ein bisschen. Ich gucke lieber in kostenlose Spiele rein und ob sie mir gefallen. Manche dafür spielt man länger, manche nicht, aber dann tut es nicht so weh. So, wer denn die Musik? Was hören wir denn gerade? So. Auch gut, Lautstärke auch okay. Sao. Secrets. Keine Ahnung. Erzähl mir. Sword Art Online. Lad dir mal lieber hier das Star Wars MMO runter. Dann bin ich dabei. Lass uns heute Abend einfach ganz gemütlich nur ein bisschen das Star Wars MMO anfangen. Bedu. Ganz gemütlich nur ein bisschen Star Wars MMO. Man kennt's. Für
die nächsten 5 Jahre dann. Ja gut, das stimmt, aber muss sagen, bin jetzt bei 300 Spielstunden und noch lange nicht durch, beziehungsweise fertig. Ja, dann ist gut, dann ist gut. 300 Spielstunden für, weiß nicht, 30 Euro ist ja absolut okay. Ne, dann ist ja, Kino ist teurer. Hat nur 2 Stunden Spaß. Aber ich, keine Ahnung, manchmal hat man das ja, dass man so sagt, oh, ich habe gerade, weiß nicht mehr, was ich zocken soll. Und dann will man eigentlich nur mal kurz was anderes spielen und kommt danach sowieso wieder zurück. Schöne Karte. Geht danach sowieso wieder zurück zu seinen Lieblingsgames. Noch ein Legendary. Und die schönen Java-Schrottsammler. Die finde ich tatsächlich auch lustig. Für eins eine 2-1er mit Saboteur ist auch gar nicht so scheiße. Nur eigentlich brauchst du keine 1er-Karten. Hacke, grüß dich. ja, weiß ich nicht, kann sein. Ja, sowas zum Beispiel, ne? Wir wollen ja im Prinzip nur heute Abend kurz was anderes spielen, weil danach spielen wir sowieso wieder World of Warships. Old Republic Account. War das, hieß das nicht so? War das nicht Star Wars Old Republic? Ist das nicht das MMO? Weil ich habe da definitiv auch einen Account. Bodhi. Bodhi habe ich tatsächlich noch nicht so oft gezogen. Und der Elektrostab in voll. Den habe ich noch nicht zum Beispiel. Ja, dann lass uns unsere Accounts reaktivieren. Star Wars Old Republic, okay. Ja, WoWs. Nicht WoW. WoW habe ich noch nie angefangen. Wenn der Dealer kommt und sagt, hier, die erste Spritze ist kostenlos, dann falle ich da auch nicht drauf rein. Deswegen werde ich kein WoW anfangen. Ich bin ja bei WoWs schon drauf reingefallen. schön. Guck mal, da wäre mir fast eine Hyperspace durch die Lappen gegangen. Weil wir so viel quatschen, Leute. Schön Obi-Wan. Und den kann man in Doppelgelb Boba gut spielen. Nee, bevor ich mit WoW anfange, spiele ich lieber Star Wars Old Republic. Warum sollte ich dann mit WoW... Nee, nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Ist ja nicht so, als könnte man meinen, dass ich Star Wars Fan wäre. Aber definitiv, wenn, dann sehe ich keinen Grund darin, WoW anzufangen, anstatt Old Republic. Kein einzigen. Ezra! Was, du zahlst dein WoW-Account zahlst du seit 18 Jahren, ohne dass du noch spielst, oder wie? Jetzt verstehe ich, warum du so viele Biddies hier schon rausgehauen hast. Der sitzt ja locker. Was kostet das denn im Monat? 10er? Das ist schon teurer geworden. Inflation und so. Die armen Entwickler. Oh, noch eine Legendary. Schön. Ach so. Das wusste ich nicht. Das typische WoW da sein, ja. Einfach durchzahlen. Ich könnte ja jederzeit wieder anfangen. Vielleicht habe ich ja morgen Bock. Ach, ich lass mal laufen. Haben wir denn Vorteile, wenn man es laufen lässt? Kriegt man irgendwas? Ein Boba, kein Vader. Was ist hier los heute? Rare Base, das ist schon mal gut. Oh, die ist schön. Die ist schön. Foil Hyperspace X-Flüger der Allianz. Die finde ich toll. Da freut man sich sogar über eine Kammer. Die sieht richtig stark aus. Mounts. Kriegst also jeden Monat auspacken mit Helm. Soll Boba Fett Helm aufsetzen? Ja, komm.
für. Du hast die Punkte nicht eingelöst, ne? Okay, er hat die Punkte eingelöst. Oh Gott. Jo, wir machen es sofort. Warte, lass mich eben das Booster hier raus. Ach Gott, ich sehe gar nichts, ey. Ja, ich hab's mir gedacht. Passt ja gar nicht da oben mit dem Bild an. Bestimmt ziehe ich dann auch noch eine richtig geile Karte und verknick sie oder so, weil ich nichts sehe. Hier, schön. Oh, und noch ein K2. Ich hol den Helm. So, was hast du jetzt davon? Bestimmt hört man mich nicht mehr. Aber das macht euch wahrscheinlich auch noch Spaß. Das ist wahrscheinlich noch viel besser. Fettfinger ich gleich irgendwo. Ich sehe sowieso nichts mehr. Okay, das wird schwieriger als gedacht. Warum lege ich die alle daneben? Ist das bescheuert? Warum machst du sowas? Oh, das ist eine schöne Karte. Oh, das ist noch eine schöne Karte. Oh, eine Rare auf dem Ankommen. Und dann auch noch Hyperspace. Und eine Legendary. Jetzt kommt gut. Der war gut. Ich lasse den Helm auf. Schau dir mal Pax Dai an. Was ist Pax Dai? Was soll Pax Dai sein? 8 Tage schon Watchtime. Husky, du Bekloppter. 8 Tage deines Lebens verschwendet. Mir bei irgendeinem Schwachsinn zuzusehen. Was fällt doch gleich alles um. Oh, schön. Oh, schön. Ey, der Helm bringt's. Was geht ab? Der Helm bringt's. Jetzt noch ein Boba Fett aufmachen, oder wie? Ich lass den auf. Sieht man die grauen Haare nicht, ja? Ja, ich brauche noch hier so ein ganzes... So ein alles. Oh. Oh. Ich lasse den Helm auf, definitiv. Ja, Boba in Showcase will ich ja jetzt auch. Das wäre doch optimal, oder? Guck mal. Ich habe mir extra Mühe gegeben da oben mit meiner Facecam im Design. Jetzt habe ich auch noch einen Boba Fett Helm auf. Wenn jetzt keine Boba Fett Showcase kommt, weiß ich auch nicht. Weiß nicht, was ich noch machen soll. Ja, der Helm beschlägt schon. Danke der Nachfrage. Arsch. Ich sehe gar nichts. Ja, Luft bekomme ich noch. Hab den Heizlüfter ausgeschaltet. Vielleicht mache ich gleich mal das Fenster auf.
Doppel Hyperspace, schon mal gut. Er sieht aus wie Boba, aber klingt wie Vader. Der war gut. Django war mein Vater. Ey, das ist hier, das geht auch richtig in die Richtung Kopfgeldjäger. Wir müssen genauso weitermachen. Wir müssen so weitermachen. Das Ding rippen wir jetzt hier komplett mit Helm. Schade. Immer dieser Doppelpull, ne? Dass ich immer schon die nächste Karte ziehe. Unten, man sieht schon mal, was es ist. Und ob es eine Hyperspace ist oder nicht. Schön. Hypervoll. Bei Hypervoll freue ich mich auch über Common Cards. Ich sehe halt gar nicht mehr, ob die Kamera noch irgendwas fokussiert. Ist so beschlagen. Ich glaube, die war Hypervoll, oder? Kriege noch mehr Rückenschmerzen übrigens. Der Helm ist so schwer, kriege ich Rückenschmerzen. Oh, Chewie. Chewie als Hypervoll. Auch schön. Ja, Aski, danke, danke, danke. Ich meine, es ist auch eine Leistung, 50.000 Kanalpunkte zusammenzukriegen. Das muss man so jetzt durchziehen. Erledigt den Streamer. Ich schon wieder was durchblitzen durch meinen Doppelpull. Da ist es. Boah, wird das warm hier. Ich hätte den Pulli vorher ausziehen sollen, bevor ich den Helm aufziehe. Jetzt lach du auch noch, Hacker. Husky, jetzt sag mir nicht, du hast nochmal 50.000. Da flippe ich aus. Oh, warte mal. Das war gar keine Hyperspace. Da ist die Hyperspace. Ja, Leia habe ich nicht. Aber einen Vader hätte ich. Oh, Sabine, packen wir mal hier rüber. Oh, ich glaube, der fehlt mir noch sogar. Der Mikro fehlt mir. Als Foil. Sehr schön. Lenny mit Lea-Kostüm. Ja, das machen wir auch noch. Aber hier, wo sie bei Jabba im Palast ist, ne? Oder als Kopfgeldjäger. Den Kopfgeldjägerhelm von Leia, den kriegt man bestimmt. Eine Lücke reißen. Tatsächlich mal in meinem Rogue One Deck gespielt. Ihr Schweine. Wir hatten günstiges Kostüm.
Das habe ich bestimmt alles hier liegen. Keine Angst. Wenn nicht, frage ich meine Frau. Können wir da bestimmt was nähen. Zwei Boxershorts zerreißen und eine als Bikini benutzen oder so. Ich sehe einen Scheiß, ey. Es wird immer beschlagener. Gut, dass ich die Karten mittlerweile dann doch so gut kenne, dass ich weiß, was ich da so ungefähr in der Hand halte. Lesen kann ich hier fast nichts mehr. Und ich weiß noch nicht mal, wo die Öffnung von den Foil-Dingern hier ist. Gehen wir gleich durch. Noch 3 bis 5 Booster. Ich weiß es auch nicht. Ja! 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 Jawoll! Meine erste! Jawoll! Der Helm bringt Glück! Der Helm bringt Glück! Geiler Scheiß! Geiler Scheiß! Geile Karte. Boah. Schön. Geil, ey. Danke. Lass mich auf jeden Fall gleich den Vader-Helm noch aufsetzen. Geil. Die bleibt jetzt erstmal da liegen. Boah. Endlich, ey. Endlich. Hat aber auch 3 Cases gedauert. Puh. Und vor allen Dingen in den letzten 5 Boostern dann wieder. Boah, ist das geil. Gut, dass ich das jetzt gestreamt habe, ey. Danke, danke, Hackers. Danke. Puh. Geiler Scheiß, ey. Jetzt muss ich mir erstmal ein Jyn Erso Deck überlegen. Jetzt bin ich ja schon wieder bei Rogue One. Boah, mein Puls. Mein Puls, mein Rücken, mein alles. Ja, auf jeden Fall. Husky, weißt du doch. Ist nicht so, als würden wir uns nicht kennen. So, jetzt noch so eine Hyperfoil Base, bitte noch. Oder noch eine Showcase, Boba oder Leia. ich möchte ja immer noch ein Boba oder Leia Showcase. Ich habe auch gehört, in einem Display gibt es mal 2. Boah. Hacker, kannst du mal auf Card Market gehen? 200, 250? Hoffentlich. Aber einer aus dem unteren Kaliber auf jeden Fall, das weiß ich. Schön. Schön, 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 schön. Boah, ich muss gleich den Helm absetzen. Auf jeden Fall nach dem Case setze ich den Helm ab, gucke mir erstmal in Ruhe die Karte an, dann machen wir eine ganz kurze Pause. Und dann könnt ihr mir gerne den Vader-Helm wieder aufsetzen. Anscheinend bringen diese Helme Glück. Nur noch im Helm. Booster aufmachen.
Oh, geil, ey. Endlich eine Showcase. Dann kann ich jetzt endlich aufhören, Cases zu kaufen. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Hat aber auch gedauert. So. Ach, das war's.